Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Hallo an alle, ich begrüße euch. Ich melde mich wieder zurück aus dem Urlaub und heute geht es natürlich wieder los mit dem Forex Morning Statement. Ich sage meinen Coaching-Teilnehmern immer mal gerne, ihr könnt ruhig auch mal in den Urlaub fahren, denn möglicherweise stehen die Kurse oder stehen die Charts ja, nach einer oder zwei Wochen Urlaub ja, nicht großartig verändert da. Und nach den paar Tagen, die ich jetzt weg war, ist das genauso auch der Fall. Wir schauen uns das dann gleich mal an, im Euro, US-Dollar, im DAX und im Öl. Da machen wir so ein bisschen Analyse. Und gleich der Hinweis am Anfang des heutigen Morning Statements. Heute Abend findet ja das Live-Webinar statt, das eigentlich Dienstags-Live-Webinar ist, heute ein Donnerstags-Live-Webinar. Das wurde ja verlegt vom 1.9. auf heute, wie gewohnt, 19:30 Uhr und ich glaube, der Link ist auch noch aktuell. Daran könnt ihr euch orientieren und einfach einloggen. Im Anschluss findet dann wie immer der Live-Chat statt. Gut, schauen wir mal in den Wirtschaftskalender für heute. Wir haben ja in der Nacht ein paar Daten aus Australien bekommen. Hier die Einzelhandelsumsätze und die Handelsbilanz. Das Ganze hat sich hier wieder aufgehoben. Wir hatten relativ schlechte Einzelhandelsumsätze, muss man sagen. Also selbst die niedrige Prognose schon wieder unterboten. Dafür hat die Handelsbilanz gut zugenommen. Ja, soweit man das natürlich jetzt sagen kann, das ist ganz klar. Denn ja, es ist immer noch ein fettes Minus davor. Aber der Aussie, der wird langsam sehr spannend, gerade wenn man sich British und AUD mal anguckt. Vielleicht mache ich das heute in der Videoanalyse des Tages oder wir schauen uns heute Abend spätestens im Dienstags- oder im Donnerstags-Live-Webinar an. So, der Rest des Tages bzw. der Morgen, der verläuft sehr ruhig. Wir sehen es ja aus der Eurozone nicht viel. Wir bekommen hier einzig den Dienstleistungseinkaufsmanager-Index aus Deutschland. Und interessant wird es dann erst mit dem Zinssatz der Europäischen Zentralbank, der EZB, sowie der EZB-Pressekonferenz um 14:30 Uhr. Hier sind jetzt erstmal keine großen Überraschungen angekündigt oder beziehungsweise erwartet, aber gut, in der heutigen Zeit weiß man natürlich nie, deswegen ja, kann man natürlich ein bisschen darauf achten. Ist jetzt kein Grund, vor den Charts zu hocken und die Spikes abzuwarten und dort irgendwie sein Geld reinzupulvern, aber auf jeden Fall wird es mal spannend. Doch sind wir mal ehrlich, so richtig kriegsentscheidend wird das wahrscheinlich nicht werden, denn wir hatten gestern die ADP-Zahlen, morgen die NFP-Zahlen und ich denke, darauf wird der Markt eher warten. Aber dennoch müssen wir natürlich die aktuellen Zahlen ein bisschen beachten, gerade wenn man sich vielleicht im Vorfeld der NFP-Zahlen noch entsprechend positionieren möchte, vielleicht schon ein bisschen Puffer auf der Position haben möchte und dementsprechend könnte heute um 16 Uhr der ISM-Dienstleistungsindex aus den USA sein Nötiges dazu tun. Gut, den Rest besprechen wir dann wie gesagt heute Abend im Donnerstags-Live-Webinar. Schauen wir in den Chart. Wir fangen mal mit dem Euro-US-Dollar an. Ich muss sagen, es war jetzt nicht die große Aufregung im Markt. Ja, trotz neuem Wochenstart und trotz wieder neuer China-Sorgen und neuen Medienberichten aus China. Aber alles in allem ist der Kurs den Analysen gefolgt, beziehungsweise sind einige Pending Orders, die ich hier noch kurz vor dem Urlaub, Entschuldigung, vor dem Urlaub in den Markt gelegt habe, die sind ausgelöst worden und ja, jetzt können wir in Ruhe zuschauen, wie sich das Ganze hier verhält. Wir hatten ja letzte Woche noch besprochen, dass es natürlich sehr wichtig wäre für die Bullen im Euro-US-Dollar, dass der Wochenschlusskurs oberhalb dieser Wimpelformation stattfindet. Das ist jetzt nicht passiert, das kann man unschwer erkennen, aber ist für uns ja eigentlich völlig egal. Wir haben ja einen schönen Long-Bewegung mitgenommen. Ich zeige das nochmal im Daily-Chart. Hier war ja die Long-Position drin und ist bis ins Target gelaufen zum Daily 200, 237er EMA. Aber ich hatte ja schon gesagt, wir hatten ja damals diesen Trendkanal, den habe ich jetzt übrigens mal rausgenommen, um hier ein bisschen Ordnung in den Markt zu bringen. Und da hatten wir hier so einen aufsteigenden Trendkanal und jedenfalls hatte ich gesagt, dieses Einbruchshoch, ja, da ist ja hier in diesen Trendkanal wieder reingekommen, diese schöne grüne Kerze, die wollte ich eigentlich im Nachhinein wieder überboten sehen. Und das ist nicht passiert, da war ich recht enttäuscht, das hatte ich gesagt. Und dementsprechend wurde ja diese Position dann aufgelöst. Wir hatten ein schönes CRV von 5 zu 1, über 5 zu 1 und da sind wir auf jeden Fall zufrieden. Gut, was hatte ich gesagt? Wenn er die Wochenkerze
innerhalb der Wimpelformation bzw. unterhalb des Daily 200-237er IMAs schließt, dann können wir Folgendes machen oder beziehungsweise haben wir zwei Handlungsoptionen, um hier uns entspannt in den Markt zu bringen. Zum einen natürlich hier im Bereich der 1,12, 1,1180 konnte man sich hier ein wenig positionieren in die Long-Richtung. Hier war der letzte Support. Und auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit hier, sich hier an der Wimpeloberkante per Sell-Limit oder per manuellem Einstieg in die Short-Richtung zu positionieren. So, jetzt haben wir zwei Orders hier im Markt, beziehungsweise einen Short oben, einen Long unten und das bedeutet, beziehungsweise per Pending-Order und das bedeutet, dass wir relativ komfortabel jetzt hier positioniert sind und jetzt ganz in Ruhe abwarten können, okay, was macht er, was bricht er aus, ja, ob er entweder hier in die Short-Richtung ausbricht, weiter in Richtung, und da müssen wir mal in den Wochenchart gehen, in Richtung dieser Trendkanalbegrenzung bzw. vielleicht auch dieser Wimpelbegrenzung. Das kommt ja ganz darauf an, bis wohin er möchte. Da haben wir den Short drin und sollte er daraus aus, dahingehend ausbrechen, weiter nach unten hin, dann können wir bei einem kleinen Rally die Long-Position wieder rausnehmen. Die Short-Position bleibt einfach im Markt und im Gegensatz dazu natürlich dann verfahren wir mit der Short-Order. Das heißt, sollte diese Wochenkerze wieder außerhalb der Wimpelformation schließen, dann warten wir auf den Retest, geht die Short-Order Break-Even raus und die Long-Order bleibt einfach im Markt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Wir können jetzt hier spekulieren, wie wir wollen, aber im Endeffekt müssen wir trotzdem abwarten, wo er jetzt erst einmal hin möchte. Gut, der DAX, der hat ja auch sehr schön performt, beziehungsweise genauso, wie es erwartet worden ist. Und zwar hatten wir hier diesen kleinen Ausbruch unter die 10.000er-Marke. Da hatte ich ja gesagt, okay, wir haben hier diese Unterseite des roten Trendkanals in Kombination mit dem Daily 10er IME ist ein schöner Short-Einstieg zurück bis zur 10.900-Punkte-Marke zur Unterseite dieses schwarzen Trendkanals. Das wurde so ausgeführt und ja, ist ganz gut verlaufen hier mit 440 Punkten. Und dementsprechend hatten wir ja gesagt, okay, hier können wir uns dann wieder long positionieren. Denn das eigentliche Ziel, das liegt hier oben in Kombination mit dem Daily 200-237 IME, Daily 50er, 55er hier im Bereich der 10.000. 700, 10.800, 10.900 Punkte Marke. Das ist ein schönes Target. Warum? Wir haben das 61,8 Retracement dieses gesamten Abverkaufs hier in diesem Bereich, gleichzeitig die Oberseite des schwarzen Trendkanals und auch noch den Weekly 50er, 55 EMA, den es noch zu testen gilt. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt hier dann wieder stark bergauf gehen muss. Damit rechne ich jetzt nicht unbedingt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der DAX hier noch sehr, sehr stark in die Short-Richtung weiter performen wird in den nächsten Wochen und ja, warum nicht mal bis zur 8.000, 7.800, 7.600-Punkte-Marke runter. Aber das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik. Da müssen wir natürlich erst einmal darauf warten, ob diese markante aufwärts gerichtete Trendlinie wirklich bricht. Ja, also das ist natürlich Pflicht. Was sehr, sehr gut wäre, wenn er vielleicht ein paar Mal, also beispielsweise bis zum Weekly 50er, 55er EMA nochmal hochkommt, dann nochmal abprallt in die Short-Richtung, die 10.000, 9.900-Punkte-Marke nochmal antestet. Vielleicht auch nochmal in Kombination mit dieser Trendlinie und alles in allem aber hier oberhalb dieses Bereichs bleibt. Das wäre ein schönes Zeichen, dass er hier weiter in die Long-Richtung performen kann. Und der DAX sich hier weiter erholt. Muss aber nicht sein. Und dementsprechend warten wir mal drauf, was er hier in diesem Bereich macht. Und sobald er wieder drunter schließt und hier deutliche Short-Signale zeigt, nun ja, dann ist es nun mal so. Und dann arrangieren wir uns einfach damit und traden weiter in die Short-Richtung. Gut, so viel zum DAX. Jetzt schauen wir uns zum Schluss noch das Öl an. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Future. Hier ist er, der Öl-Future. So, ja, es ist im Moment so passiert, wie wir es haben wollten. Er hat sich hier, wie gesagt, stabilisiert im Bereich der 39, 80, 40-Dollar-Marke und es ist hier raufgelaufen zu dieser aufwärts gerichteten Trendlinie, die wir letzte Woche uns schon eingezeichnet hatten. Was macht er jetzt hier? Wir haben Donnerstag, er hat so eine Art Umkehrkerze gebildet. Bin mal gespannt auf morgen. Sollte die NFP-Zahlen morgen jetzt nicht großartig doll ausfallen, dann könnte sich der Ölpreis weiter erholen. Sollten sie aber recht positiv ausfallen, das heißt den Dollar stärken, dann dürfte das für das Öl natürlich nichts Gutes bedeuten. Und das ist auch das, was wir hier eigentlich uns erhoffen bzw. wünschen, dass er hier oder. Ja, zumindest auf der Short-Seite wäre es wünschenswert, dass hier diese Wochenkerze so bleibt, beziehungsweise dass sie hier so eine schöne Umkehrkerze, so ein Evening Star bildet und wir dann weiter in Richtung Kurs sich hier bei der 32-Dollar-Marke fallen. Aber wie gesagt, ich richte mich ja ganz danach, was der Kurs machen möchte. Wenn er hier oberhalb dieser Trendlinien schließt und einen schönen Wochenschlusskurs hinlegt, nun, dann bin ich durchaus bestrebt, diese Long-Position, die sich aktuell ja noch im Markt befindet, ja, die wurde ja hier unten eröffnet,
dass diese weiter fortgeführt wird und hier weiter in Richtung Long performen kann. Aber eben vorausgesetzt, wir bekommen die entsprechenden Handelssignale, bleibt da drunter, bleibt unter diese Trendlinie, kommt da vielleicht wieder sogar unter diesen unter diese grüne Supportzone, die bis zur ca. 43,50er Marke geht, dann könnten wir uns hier auch weiter wieder in die Short-Richtung positionieren und das Ganze hier in Richtung angestrebtes Kursziel 35,50er Marke bzw. 32-Dollar Marke zu traden. In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Trading-Tag. Wir hören uns heute natürlich wieder, spätestens heute 19:30 Uhr im eigentlich Dienstags-Live-Webinar, was auf den heutigen Tag verschoben wurde. Bis dahin, tschüss.